Es war mal wieder Talk of Town. Mode- und Schmuckpräsentationen der Handwerkskammer Koblenz im Zentrum für Ernährung und Gesundheit, gern auch ZEG genannt. Die Obermeisterin Eva Maria Weber-Iden und ihre Stellvertreterin Martina Sterz unterstrichen die Stärke der Modemacher in der Region. Maßschneider, Kürschner, Goldschmiede und Textilgestalter zeigen, was als Trend aus der Region hervorgeht. Dabei kommt es auch auf das feinsinnige Detail an. Martina Geilen präsentierte feine Seide, die den Hals umschmeichelt, in Farben, die Spaß machen. Ein großes Halali folgte dann für die Strickmode aus dem Hause Halfen. Mit großer Erfahrung wird hier seit Generationen Wolle zu Mode verarbeitet. Auf dem Laufsteg wurde die Sehnsucht nach der Frische des Waldes spürbar. Aber Halfen ist auch jung und farbig. Strick im modischen Look für Freizeit und Hobby. Handwerk ist in Mode und Handwerk ist auch ein bisschen verrückt. Tausend schön, eine Gruppe aus Köln ließ es farblich krachen. Frei nach dem Motto, wünsch dir was. Und der Wunsch nach tragbarer Mode erfüllte sich in der Präsentation des Modeateliers Esperance aus Trier, das ebenfalls zur Innung gehört. Mode für den Tag zeigte schon im ersten Durchgang, wie lässig und tragbar auch der Alltag modisch gestaltet werden kann. Farben, die sich gut kombinieren lassen und so der Qualität viele Möglichkeiten geben, sich zu präsentieren. Und wenn es richtig elegant sein darf, dann sollte Frau sich verwöhnen lassen von individuell auf den Typ geschneiderten Stücken. Auch hier dezente Farben, die den eleganten Ausdruck formen. Aufwendig gearbeitete Stücke, die zu einem echten Hingucker werden. Handwerk ist in. Das gilt auch für die hochwertige Schmuckgestaltung. Made im Hause Heinz. Uhrenspangen für Sie und ihn. Edle Zeitmesser, zeitlos schön. Gleiches gilt auch für die Colliers. Elegant und doch dezent. Das machte alle Arbeiten an diesem Abend aus. Individuelles, geprägt von großem Stil. Mode für den Herren, dieses Fach wurde überzeugend von Maßkonfektion Schlünkes bespielt. Lässiges für den Tag, da darf es auch mal etwas sportlich sein, denn Schlünkes weiß, wie man Mann in Szene setzt. Das gilt natürlich umso mehr für den Abend. Der Anlass kann gar nicht feierlich genug sein. Die maßgeschneiderten Anzüge bis hin zum Cut und Smoking machen eine hervorragende Figur. So gab es auch für die Herren Applaus. Ein weiterer Höhepunkt wurde von der stellvertretenden Obermeisterin Martina Sterz präsentiert. Leder und Pelz bei Martina Sterz. Mit großer Fantasie und jungen Formen zeigte sie aufwendig verarbeitete Materialien, die sich durch lässige Eleganz auszeichnen. Im zweiten Durchgang gab es Preiswürdiges zu bewundern. Pelze, die beim Red Fox Award prämiert wurden und von individueller Handschrift geprägt, zeigten, was Pelz alles kann. Bis zur letzten Minute hatten alle in ihrem Team gearbeitet, um an diesem Abend bei der HWK zu zeigen, Handwerk ist in Mode und stark in unserer Region.
Und auf diesem Niveau ging es auch mit dem Hause Hofacker weiter. Drei Generationen dem Geschmeide verschrieben. Können bahnt sich seinen Weg, um in Kunst seine Vollendung zu finden. Gold und Silber fantasievoll verarbeitet. Steine, die eine Geschichte erzählen, werden zum Kompliment für seine Trägerin. Koblenz präsentierte sich mit Großstadtflair. Modisch, vielfältig, trendig und sommerlich frisch. Eva-Maria Weber-Iden hatte die Nadel heiß werden lassen und ebenso war das, was aus ihrem Hause zu sehen war. Drei Durchgänge zeigten die große Bandbreite von lässig bis elegant. Schnitte, die schmeicheln. Ein gutes Motto für den Sommer 2014. Und 2014 heißt es auch Mut zur Farbe. Mit diesen eleganten Kostümen wird deutlich, wie lustvoll Mode sein kann. Ganz Frau und ganz selbstbewusst kommen diese Arbeiten aus dem Hause Weber-Iden daher. Am Abend wird es dann sehr feierlich in einer ganz neuen Länge für den Abend, nämlich ziemlich kurz. Höhepunkt, wie auch im vergangenen Jahr, Brautmode, so süß und anziehend, wie Mode im besten Fall ist. Sie greift die Trägerin auf und verzaubert im Auge des Betrachters. Und so wurde es ein Finale, das von viel Applaus begleitet wurde. Viel Gesprächsstoff, wo das, was zu sehen war. Handwerk ist in. Handwerk ist in Mode und so hat der Abend gezeigt, dass Mode, gekonnt kreiert, der Persönlichkeit Ausdruck verleiht.